Verein muss es uns weiter gelingen, weiter überall an der Basis diese Anti-Atom-Bewegung sichtbar zu halten. Diese Breite der Bewegung überall in die Fläche, die müssen wir weiter für uns bewahren und diese Regierung sagen, wir bleiben weiter dran. Für uns gibt es jetzt nur noch eine Richtung und die heißt aussteigen und das müsst ihr jetzt machen. Ich glaube auf jeden Fall schon, seitdem das in Fukushima passiert ist, dass das den Leuten ein bisschen die Augen geöffnet hat. Aber ich finde trotzdem, dass man sich immer noch mehr dafür interessieren könnte, vor allem die Leute in meinem Alter eigentlich auch. Ja, meine Mutter zum Beispiel und die ältere Generation, die geht auch. Das Risiko betrifft jeden, ob er jetzt in der Nachbarschaft lebt oder weiter weg. Das ist nur marginal. Es geht hier ja auch nicht nur um die Atomkraftwerke, sondern es geht auch um die Verteidigung der Demokratie. Weil 80% der Bevölkerung ist gegen etwas und trotzdem wird es nicht durchgesetzt. Und deshalb bin ich heute hier. Dass einfach deutlich gemacht wird, dass die endgültigen Schritte noch nicht gemacht sind. Und dass wir viel dafür tun müssen, dass tatsächlich jetzt diese Pseudo-Schritte, die unsere Regierung bisher eingeleitet hat, dass sie in richtige Schritte umgeleitet werden.